Herzlich willkommen in Evis glutenfreier Küche. Heute machen wir ein Frühstücksrezept miteinander oder vielleicht auch ein leckeres Abendessen. Und zwar machen wir heute Bananenpancakes. Und zwar vegane Bananenpancakes. Haben wir für dieses Rezept entschlossen, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist einmal so eine gute Variante und eine gute Alternative. Lasst uns loslegen. Ihr seht, wir brauchen ja nicht viel. Wir brauchen hier glutenfreie Haferflocken, obwohl es sei dazu gesagt, Haferflocken sind ja von Natur sowieso glutenfrei, aber durch die Lieferketten entstehen da einige Verunreinigungen, deshalb bitte immer schauen, vor allem für alle Zöllis, dass das zertifiziert glutenfreie Haferflocken sind. Dann braucht man eben die Bananen, ist ja schon der Name, wie man sagen, Bananen-Pancakes. Dann habe ich hier eine Pflanzenmilch. Wer das Ganze nicht vegan haben möchte, der kann ja natürlich auch eine normale Kuhmilch nehmen. Und zwar die Haferflocken. Ich habe hier einen Teil feine Haferflocken und einen Teil grobe Haferflocken. Die habe ich gemischt. Das genaue Rezept bzw. die genaue Rezeptangabe, ihr wisst schon, findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, die Haferflocken in die Schüssel. Dann kommt gleich unsere Milch dazu. Und bei der Banane brauchen wir auch nicht viel machen, die tun wir einfach nur zerteilen, grob zerteilen, weil wir mixen das Ganze ja sowieso gleich mit unserem Pürierstab. Jetzt haben wir das Ganze schon fertig gemixt. In die Masse kommt jetzt noch eine Prise Salz hinein, aber wirklich eben nur eine Prise, einmal umdrehen oder das reicht schon. Und dann habe ich mir hier, hoppla, und dann habe ich mir hier zum besseren Rausschöpfen so einen Eisportionierer geholt. Wer das nicht zur Hand hat oder nicht zu Hause hat, dann geht es mit einem kleinen Schöpflöffel auch. Wichtig dabei ist einfach nur, dass man immer so oder ungefähr die gleiche Menge hat, damit man nicht eine große Pancake hat und dann eine kleine, weil das schaut ja dann auch nicht so schön aus. Wir können jetzt unsere Pfanne, da habe ich schon ein bisschen Öl hineingestrichen, die können wir jetzt auf mittlere Temperatur hochfahren. Am besten testet es wieder mit der Hand aus, wenn ihr da schon eine leichte Wärme empfindet, dann ist das schon relativ gut. Also nicht draufgreifen, sondern wirklich ein paar Zentimeter drüber und dann spürt ihr schon, eine angenehme Wärme entsteht. Dann hat eure Pfanne die richtige Temperatur. Und dann können wir diese Masse, entweder lasst das ein bisschen stehen, so 10 Minuten, geht es inzwischen brausen oder Zähne putzen und macht es dann weiter. Oder ihr verarbeitet es gleich weiter, so wie ich jetzt hier. Nehmen wir so einen Schöpfer. Und dann kommt es schon in unsere Pfanne. Nicht so eng nebeneinander. Und jetzt lasst es da eben bei dieser schwachen, mittleren Hitze ungefähr 2 bis 3 Minuten für jede Seite. Dann eben wenden und dann macht es, bis euer Teig fertig ist. Ein guter Indikator fürs Wenden ist es, wenn man die Pancakes schon leicht schieben kann in der beschichteten Pfanne. Sie nicht mehr unten kleben und unten und oben es nur mehr so einen leichten Glanz hat, also nicht mehr so ganz wässrig ist. Dann könnt ihr versuchen, den Pancake zu wenden. Wer Interesse hat an weiteren Frühstücksrezepten, habe ich schon was ganz Tolles gemacht. Ich verlinke euch das gleich oben. Während jetzt die letzten beiden Pancakes noch in meiner Pfanne brutzeln, werde ich noch ein paar Bananenstücke schneiden für die Garnierung und die Süße. Wer möchte, kann dann noch einen Agavendicksapf drüber tun, der es ganz eben vegan haben möchte. Wer das nur vegetarisch haben möchte, der könnte zum Beispiel auch einen Honig drüber geben. So. Wem dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir hier ein Abo gleich da lassen würdet. Ich bedanke mich für eure Unterstützung
Und ihr seht, was für einen tollen Stapel wir hier zusammengebracht haben aus dieser Menge. Also, es hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch gemeinsam zu kochen. Ich freue mich, wir sehen uns am Sonntag wieder. Also nicht vergessen, einschalten. Aber für all jene, die ja schon das Abo haben, einfach die Glocke aktivieren. Dann versäumt ihr sowieso nichts. Also dann, bis Sonntag. Tschüss.